Ackerbau, Energieproduktion, Lohnarbeit und ein Erlebnisbauernhof. Das sind die vier Bereiche des Langwiedhofs in der Nähe von Mehring bei Augsburg. Für diesen abwechslungsreichen Kurzfilm haben wir den sympathischen Familienbetrieb vom Sommer bis in den Winter hinein begleitet. Der Langwiedhof in Mehring ist bereits in der sechsten Generation im Besitz der Familie Scherer. Auf 150 Hektar werden Getreide, Zuckerrüben und Mais angebaut. Bei der Anbauphilosophie achtet Betriebsleiter Martin Scherer, wo es geht, auf die Integration von Zwischenfrüchten, um Nährstoffe im Boden zu halten und die Bodengesundheit zu stärken. Einen wichtigen Schritt zu mehr Anbauvielfalt soll auch die Etablierung von durchwachsender Silphi schaffen, welche als Untersaat im Mais gesät wird. Bei unserem ersten Besuch im Juni treffen wir Martin Scherer und seinen Mitarbeiter Philipp bei der Bearbeitung der Maisfelder. Das überdurchschnittlich warme Frühjahr und ausreichend Niederschläge haben für einen guten Aufwuchs gesorgt. Das sechsreihige Fronthackgerät stammt vom österreichischen Hersteller Einböck. Ziel dieser Maßnahme ist die mechanische Unkrautbekämpfung und damit die Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln. Durch den Einsatz der Hacke und die Halbierung der Herbizidaufwandmenge, die im Vorauflauf bei Mais eingesetzt wird, konnte der Aufwand der Präparate bereits um 50% zurückgenommen werden. Der Mais wird einmal gehackt und dieser Durchgang dabei mit der Einarbeitung von Gülle bzw. Gärresten kombiniert. Auf dem Langwiedhof werden die Gärreste in den stehenden Bestand ausgebracht, denn in diesem Entwicklungsstadium können die Pflanzen die Nährstoffe besonders schnell aufnehmen und verwerten. Das Gestänge des 11 Kubikmeter Fasses wurde von 15 Metern auf 12 Meter verschmälert, um auf den längeren Feldern die meisten Strecken von Vorgewende zu Vorgewende zu schaffen. Das Fass verfügt über eine Achsschenkellenkung, um die Schäden am Bestand, vor allem beim Wendemanöver, zu reduzieren. Bei unserem zweiten Besuch Mitte August ist die Getreideernte bereits abgeschlossen. Zumindest der Lohnunternehmer hat mit seinem Mähdrescher die Arbeit beendet. Das Stroh muss noch gepresst werden. Hier ist Mitarbeiter Philipp tätig, der auf seinem elterlichen Betrieb auf eine Class Quadrant zurückgreifen kann. Der stufenlose Case IH Puma 220 ist eine Mietmaschine. Gepresst wird hier Weizenstroh, welches auf dem Langwiedhof zur Einstreu der Pferde gebraucht wird. Martins Frau Heller leitet den Erlebnisbauernhof. Hier steht alles unter dem Motto Landwirtschaft zum Anfassen. Damit möchten die Scherers für ein besseres Miteinander zwischen Bevölkerung und Landwirten eintreten und für mehr Verständnis für die heutige Agrarwirtschaft werben. Besucht die Internetseite für weitere Informationen zu den vielen Aktivitäten rund um den Erlebnisbauernhof. Spätestens Anfang September ist es Zeit für die Maisernte. Gehäckselt wird zwischen 5 und 7 Tagen. Die Kampagne ist in zwei Teile gesplittet, da auf den wechselnden Böden der Mais sehr unterschiedlich abreift. Gegen den Mais, der in diesem Jahr Erträge von um die 55 Tonnen erwarten lässt, tritt an ein Class Jaguar 980. Mit 890 PS ein echtes Kraftpaket, das allerdings nur mit einer bodenschonenden Reifendruckregelanlage aufs Feld darf. Der Aufwuchs könnte kaum besser sein. An manchen Stellen reichen die Maispflanzen bis ans Kabinendach.
Gelenkt wird die Erntemaschine von Michael. Er arbeitet beim Lohnunternehmer. Den Abtransport des Häckselguts hat der Langwiedhof allerdings mit eigenen Fahrzeugen und zusammen mit Berufskollegen organisiert. Bevor der Mais an der Silomiete abgekippt wird, findet bei jeder Fuhre eine Probenentnahme zur Trockenmassebestimmung statt. Des Weiteren werden für die spätere Dokumentation Rückstellproben zu jedem Feld abgelegt. Auf der Anlage walzt ein JCB-Radlader zusammen mit einem Class Axion. Der Traktor wurde für diesen Auftrag beim Lohnunternehmen Sega angefordert, welches wir im Rahmen unserer landtechnikvideos.de Agrardokus auch an anderer Stelle schon vor der Kamera hatten. Sega wird ab der nächsten Maisernte auch zum Häckseln beim Langwiedhof angeheuert. Die Biogasanlage hat eine installierte elektrische Leistung von 1,2 Megawatt. Die Energie aus nachwachsenden Rohstoffen liefert Strom für viele hundert Haushalte. Und über ein Fernwärmenetz werden zudem ein Schulkomplex und Vereinsheime im näheren Umkreis beheizt. Es ist Herbst geworden und die Winterweizenaussaat muss erledigt werden. Der Langwiedhof hat es mit sehr unterschiedlichen Böden zu tun. Vor allem jene Böden mit einem hohen Tonanteil sind nur schwer zu bearbeiten und benötigen schnellstmöglich eine intensive Rückverfestigung. Deshalb sind an diesem Tag alle drei Traktoren der Scherers auf dem Acker. Die Amazone-Sämaschine verfügt über eine elektrische Dosierung und ist mit Scheibenscharen ausgerüstet. Auf diesem Feld war zuvor Silomais angebaut. Aufgrund von Fusarium-Pilzsporen und auch dem Schädling Maiszünsler müssen in jedem Fall vor der Aussaat die Erntereste gemulcht und untergepflügt werden. Im November bewegt sich die größte Landmaschine auf den Feldern des Langwiedhofs. Für die Zuckerrübenernte hat die Maschinengenossenschaft ZRG Mehring den Holmer Terrados zu den Scherers geschickt. Die erwarteten Erträge in dieser Region liegen im Durchschnitt bei rund 85 Tonnen vom Hektar. Transportiert werden die Rüben von hier aus zum Südzuckerwerk nach Rhein am Lech. Doch bis die Mieten nach und nach zur Fabrik geholt werden, vergehen noch einige Wochen. Um die Mieten vor der winterlichen Witterung zu schützen, wird ein Vlies aufgelegt. Martin Scherer hat diese Dienstleistung in der Region etabliert. Über 500 Rübenmieten werden in diesen Wochen unmittelbar nach dem Roden mit Vlies abgedeckt und kurz vor dem Abtransport wieder aufgedeckt. Martin Scherer ist dabei mit seinem Fasttrack rund 500 Stunden im Herbst und Winter unterwegs. Zwei weitere Traktoren von Berufskollegen arbeiten ebenfalls noch in seinem Auftrag. Koordiniert wird die Arbeit zwischen Martin Scherer und dem Maschinenring bzw. der Zuckerfabrik fast ausschließlich digital. In einer App auf dem Tablet sind die Rübenmieten markiert und werden jeweils fürs Abdecken oder Aufdecken in den Jobrechner übertragen. Mit der Klünderscheibe, benannt nach ihrem Erfinder, wird das Vlies beim Abdecken in die Miete gedrückt. Mit dem sogenannten Frostpaddel, an dem auch Martin Scherer mitentwickelt hat, kann die Abdeckung später auch bei gefrorenen Bedingungen noch leicht entfernt werden. Das Vlies wird übrigens zwischen 5 und 7 Jahre lang wiederverwendet. Hier beim Abdecken bzw. dem Abtransport der Zuckerrüben endet unser Blick auf einige wichtige Abschnitte des landwirtschaftlichen Jahres auf dem Langwiedhof in Mehring bei Augsburg.
Besucht für weitere Informationen die Internetseite des Familienbetriebs und liked und abonniert unseren Kanal hier auf YouTube.